Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened Remastered. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich mich beim letzten Mal unglaublich aufgeregt habe. Ey, da war ja Hopfen und Malz verloren. Was halten Sie davon, Holmes? Von was denn? Sollen wir einfach mal gehen? Wo soll man denn hin? Berichte. Wenn ich davon schon haben, die Entführten wurden, sehr unbekannt. Okay, Dialoge. Was war denn beim letzten Mal? Doktor, Sie überraschen mich immer wieder. Sie haben dieses kleine Rätsel für uns gelöst. Rasch, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort zum Büro des Zollinspektors am Hafen. Okay, dann gehen wir dahin. Lagerhaus, Nepalesin, Schnapsbrennerei. Wo ist denn der Zollinspektor am Hafen? Wir fangen einfach da an und suchen dann, weil... Wenn er vielleicht rein kann, der uns sagen, wo der Zollinspektor ist. Also dann suche ich mich hier ja dumm und dämlich. Sir, haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja und nein. Sagen Sie, wo kann ich den Zöllner finden? Der Mann heißt Beddoes. Und zu dieser Tageszeit finden Sie ihn wahrscheinlich auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es war mir ein Vergnügen, Sir. Ich gehe jetzt davon aus, der Pier, ist das da unten? Hier war, glaube ich, zu Ende, ne? Ja. Aber hier sind doch keine Schiffe. Ich klicke mich mal so lang. Und ja, ich mache das, damit der weiter rennt. Das ist, ich weiß, es ist nervig mit dem ganzen Klicken, aber... Ich will nicht, dass der hier 5000 Mal anhält auf einem der Piers. Na lauf. Das ist es dann nämlich, wenn ich das nicht mache, bleibt er dauernd stehen und das nervt mich dann wieder. Ich muss unbedingt ein paar Folgen Sherlock Holmes aufnehmen, ich habe nicht so viele. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt, was das angeht. So, hier kommen wir ja nicht rum. Ich habe, glaube ich, noch 5 hochgeladen und 6 in Reserve. Nee, ich habe ja schon 2 von den 5 veröffentlicht. Das heißt, ich habe noch 3 hochgeladen. Kannst du bitte die Kamera drehen? Ich sehe nichts. Ist das der Pier? Nein. Ich bin verwirrt. Wir sind jetzt hier. Wir sind da lang gelaufen. Das muss doch hier irgendwo sein. Stehe ich noch nicht ganz. Oder da bei diesem Zollhäuschen, das da. Was machst du denn da? Wo willst du denn hin? Da war doch so ein,
So ein Zollhäuschen. Hier. Hier ist aber keiner. Ich hab den doch nicht einfach übersehen, oder? Nein, ich will ihn nichts fragen. Wen? Wen? Willst du mich verarschen? Bist du doof? Die Peers könnten natürlich auch diese Nummern da sein. Warte mal. Also diese Lagerhäuser. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Du kannst mich mal gerne haben, Alter. Entschuldigung. Halt! Sitzt da jemand? Diese Kameraführung ist ein Traum. Es ist so toll. Aber ein Pier ist doch... Das ist doch am Wasser, oder nicht? Ich sehe aber auch überhaupt nichts mit dieser grandiosen Kamera. Also das ist ja ein echter Traum. Was das hier war, kann... Oh. Alter, ich bin echt am Überlegen, ob ich das Spiel abbreche. Das ist ja ein Albtraum. Du rennst die ganze Zeit planlos rum. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass der dir sagt, an den Piers. Ich weiß aber nicht, was die Piers sind, wo ich die finde. Also ich habe jetzt eigentlich, da der von Schiffen gelabert hat, mit Wasser gerechnet. Aber hier sind ja nirgendwo... Watson, hör auf, im Weg rumzustehen. Ich habe eh schon nicht so Bombenlaune. Ich weiß es nicht. Ich will nochmal da lang. Es wäre ja schön, wenn es wenigstens irgendwo dran stehen würde. Oder... So was weiß ich. Hier ist Pier 25 oder so. Dann wüsste ich, ah, okay, ich bin schon mal in der richtigen Gegend. Aber nein, ich renne hier absolut planlos rum. Und das ist was, was mich sehr, sehr, sehr nervt. Ich gehe nochmal hier unten lang. Ich weiß, ich war hier schon. Aber was soll ich denn machen? Also wie gesagt, ein Pier... Vielleicht muss ich das Wort googeln. Aber er hat doch gesagt, bei einem der Schiffe. Das Einzige, wo man irgendwelche Schiffe sieht, ist hier. Hier ist aber niemand. Die Schiffe sehen auch nicht so aus, als wären sie noch fahrtauglich. Oder ich mache mir einen zweiten Monitor an und spiele komplett mit Komplettlösung. Also langsam... Ich weiß, dass es wahrscheinlich mein Fehler ist. Ach, hier ist es nicht komplett falsch. Was? Kann ich vielleicht mit dem nochmal reden? Nein. Watson, auf dem Weg rumzustehen? Aber wenn ich den jetzt hier irgendwo finde, ich glaube, dann werde ich auch ein Fass aufmachen. Weil wenn der schon sagt, bei einem der Schiffe, hier sind keine Schiffe, hier sind Häuser. Hier können auch gar keine Schiffe sein, weil hier kein Wasser ist.
Sind wir jetzt nicht wieder beim Haus der Nepalesin? Ich glaube ja. Ich weiß, wo wir sind. Ich renne jetzt hier noch einmal durch. Was anderes kann ich nicht machen. Und dann werde ich wieder in eine Lösung gucken müssen. Weil, was ist denn das? Obwohl, gibt es... Nach der Analyse des weißen Pulvers... Ja, soweit waren wir schon. Danke. Dann spiele ich ja nur mit Lösungshilfe. Einfach weil ich keine Ahnung habe, was die von mir wollen. Wer hat denn irgendwann das Messer ausgewählt? Ich nicht. Kann man das wegklicken? Nein. Da. Da ist der, hoffe ich. Nein, ich will ihn nichts fragen. Was? Dann